Herzlich willkommen zu unserer heutigen Session. Ich möchte nochmal daran erinnern, wir hatten eben in dem Raum nebenan Schwierigkeiten mit Mobiltelefonen oder ähnlichen Geräten. Bitte denkt daran, nach dem Talk eure Mobiltelefone wieder einzuschalten. Der erste Sprecher heute in dieser Session ist Philipp Bauer. Philipp Bauer ist ein Unternehmer, der Inhaber der Münchner Firma Startzel.de. Er ist ein Webentwickler und Consultant und ganz besonders wichtig, er ist der Organisator der Plone-Konferenz in München. Herzlichen Dank für diese freundlichen Worte. Noch kurz den Titel. Philipp wird heute darüber reden, alles in allem, wie man mit Deliverance existierende Inhalte oder Anwendungen integriert. Einen ganz herzlichen Applaus für Philipp Bauer. Danke. Sehr reizend. Wir haben zum Glück eine ganze Stunde Zeit. Ich hoffe, die zu füllen und aber noch ein bisschen Luft zu haben hinten für Fragen. Ich werde 4 Demos haben in meinem Talk. Ich hoffe, dass die auch alle funktionieren. Das wäre sonst ein bisschen blöd. Aber das ist gewissermaßen die Idee. Die ganze Story fängt an mit dieser Seite hier. Klingelte mein Telefon eines Tages und der Bibliotheksleiter der Bibliothek für bildungsgeschichtliche Forschung hat gesagt, schau mal unsere Webseite an, die ist irgendwie nicht so schön. Da habe ich gesagt, klar, natürlich, die ist wirklich nicht besonders schön. Und wir würden gerne die Webseite so haben, dass sie geändert ist in einem anderen Design. Da denke ich mir, genau mein Ding. Kann ich, habe ich drauf, das ist mein Job, damit verdiene ich meine Brötchen. Machen wir eine schöne neue Webseite. Aber er hat nicht aufgehört zu reden, hat gesagt, ach ja, und gucken Sie übrigens hier, da ist noch der Katalog von unserem Bibliothekskatalog. Den hätten wir auch gerne in der neuen Webseite drin. Und ach ja, genau, dann gibt es die Archivdatenbank und die Datenbank der Personaldaten der Lehrerinnen und Lehrer in Preußens. Dann, ach ja genau, wir hatten noch vergessen, da sind noch die, ich glaube, Scripta Pedagogica Online heißt, das sind alte digitalisierte Bücher über Pädagogik. Und dann gibt es noch eine andere Variante von digitalisierten Sachen, Personalbögen. Und ach ja genau, und dann gibt es noch die Pictura Pedagogica Online, das ist eine Bilddatenbank. Und ich bin langsam in meinem Stuhl zusammengesunken und habe mir gedacht, okay, entweder wollen die wahnsinnig viel Geld ausgeben oder ich habe einen grauenhaften Albtraum an Arbeit vor mir, um dieses Biest in ein anderes, das schöne Biest zu verwandeln. Dann habe ich mir überlegt, okay, was für mögliche Lösungen bieten sich dafür an. Einmal die Datenbank oder eine von den Datenbanken ist das wichtigste Herzstück, ist eine Allegro-Datenbank, ist glaube ich in Perl geschrieben, direkt in Python abzufragen. Es gibt eine Python-Schnittstelle dafür. Zweite Möglichkeit, die alten Webformulare, die ja online sind, im Hintergrund abzufragen mit einer Art Testbrowser oder sowas und die Ergebnislisten, die als XML ausgegeben werden, in Plone parsen und anzeigen. Dritte Möglichkeit, mit Apache Rewrite Rules die alte Seite einfach in den Pfad der neuen Webseite, die auf alle Fälle Plone sein sollte in dem Fall, einzubinden und halt das, die alte Seite zu stylen und zu themen oder, und das ist die vierte Lösung, Deliverance zu verwenden. Und dann habe ich mich hingesetzt und mal überlegt, okay, wie viel Geld haben die, was ist für mich wichtig, wie viel will ich arbeiten, wie viel kann ich arbeiten, wie lange soll das Ding auch noch existieren, nachdem es mal umgesetzt ist, was für mögliche Probleme kommen da und für mich ganz wichtig, macht mir das Ganze vielleicht auch Spaß. Und bei diesen hier war relativ klar, dass Nummer 2 und 3 überhaupt keinen Spaß machen werden, auf alle Fälle. Nummer 1 hätte sogar Spaß gemacht, würde ich sagen. Aber die Kosten, ich meine, es ist klar, wo die Pfeile hinzeigen, ich meine, sonst würde der Talk nicht über Deliverance gehen. Der Aufwand, tatsächlich auch die Zukunftssicherheit, die Probleme und der Spaßfaktor zeigten letztendlich darauf, dass wir es versuchen sollten, das mit Deliverance umzusetzen. War damals noch
einigermaßen neue Technologie und war eigentlich dazu gedacht oder ist eigentlich dazu gedacht, um hat mit Plone nichts zu tun, um Webseiten, in dem Fall ist es eine Plone-Webseite, aber es ist irrelevant, zu themen, indem man auf der linken Seite ist ein statisches HTML-Theme und auf der rechten Seite ist eine dynamisch generierte Seite und die Inhalte von der dynamisch generierten Seite in das statische HTML einzuflanschen und sich so den Aufwand des Themens zu sparen. Man kann das Ganze aber vom Kopf auch auf die Füße stellen. Und den statischen Content in ein dynamisch generiertes Theme einbinden, beziehungsweise einen dynamisch generierten Content in ein dynamisch generiertes Theme, beziehungsweise eine dynamisch generierte Webseite einbinden. Und genau das haben wir gemacht. Und so haben wir es geschafft, aus, das ist gewissermaßen die fertig gestylte Webseite, Plone-Seite, da den Bibliothekskatalog einzubinden. Das war jetzt... sieht auf der Webseite nicht so aus, gibt es keine Flash, blitzende Animation und die Archivdatenbank in die Archivdatenbank. Und dass das wirklich funktioniert, liegt daran, dass man in Deliverance Regeln erstellen kann, mit denen das Theme, das ist dann die Seite, die am Schluss gerendert, die den Rahmen rendert und den Content mit in dem Fall CSS 2 Selektoren und CSS 3 Selektoren auswählen kann und aus dem Content, was ist dann die Datenbankseite, in das Theme in einen bestimmten Teil hineinzuflanschen. Das ist relativ simple, einfache Syntax. Das ist nicht die ganzen Regeln, das ist gewissermaßen nur der erste Blick und ich werde das jetzt mal zeigen, dass das auch wirklich funktioniert. Das ist die alte Datenbank. So wird mir von unseren Kunden die Datenbanksuche bereinigt auf einem Server unter einer eigenen URL geliefert. Ich mache mal hier den überflüssigen Sachen zu. So sieht das Ganze in Plone aus. Ohne die Deliverance-Regeln, es gibt so eine Just Plone hier, das ist eine Proxy-Regel, die wir eingeführt haben, dass nur das Theme ausgegeben wird in dem Sinne. Und wenn ich dann die fertige Seite, ups, das war jetzt ein falscher Klick, Kunde, aber kein Link dahinter. Und so sieht dann die fertige Datenbankausgabe innerhalb der Plone-Seite aus. Man sieht sowohl die Breadcrumbs als auch die Navigation zeigen auf das richtige Objekt. Nur der Inhalt der Seite wird in dem Fall von einer komplett anderen Seite reingezogen über Deliverance, über den Proxy-Server Deliverance. So, ich einen Schritt weiter. Dann kam ein paar Tage später, nachdem diese Sache fertig und online gegangen ist, kam eine Mail in unser Ticketsystem rein. Ja, Herr Bauer, wir haben da noch eine Flash-Anwendung, die würden wir gerne auch in die neue Webseite überführen. Die hieß Vox Pädagogica Online, das ist diese Flash-Geschichte und die ist auch von einer erlesenen Hässlichkeit gewesen und ist noch dazu verbunden gewesen mit so einem komischen Fotogalerie-Geschichte. Aber ich war schon total relaxed, also mit Deliverance kann ich auch das erschlagen, kein Problem. Ein bisschen getäuscht habe ich mich, aber am Schluss war das Grinsen doch berechtigt und ich zeige, wie das funktioniert hat. Das ist das Endergebnis und den Code zeige ich nachher gleich her. Das ist das Endergebnis. Die Liste der Selbstdarstellung, also auch das hier, das ist reines Plone, das ist nicht importiert, das ist ganz normaler Content von Plone. Und sobald ich hier drauf drücke, startet hier innerhalb des Content-Bereichs Flash und die Dia-Show wird unten per Ajax auch nachgeladen und so, das funktioniert alles. Ich meine, der Flash-Player sieht immer noch genauso aus wie damals, aber er ist jetzt in einer Plone-Webseite eingebunden und fungiert da als Content. Der Code dazu ist ein bisschen komplexer und zwar aus dem Grund,
dass wir Regeln, das ist ein bisschen ein Hack, den wir da gemacht haben, weil das nur an einer, bei dieser einen Anwendung, bei der Flash-Anwendung passieren sollte. Man sollte die Seite inklusive der Flash-Inhalte da drauf bearbeiten können. Das heißt, im Content-Bereich wird Flash, das mit Deliverance reingezogen wird, und Blown Content gemischt. Das sieht dann so aus. Ich versuche das mal zu zeigen, dass das kein Schmuh ist, sondern wirklich funktioniert, indem ich mich mal einlogge. Wunderbar. Folge ich noch einmal dem Link von vorhin, damit ich da auch richtig hinkomme. Und ich habe in meiner Live-Seite, die auch editierbar ist, den Flash-Inhalt, und die Editoren können da einen kleinen HTML-Snippet einbauen, in dem dann drin steht, was da zusätzlich noch dazu stehen soll. In dem Fall ist es relativ wenig, aber die haben die Möglichkeit, mehr Content, der gewissermaßen in Flash hier, in Plone von Hand erstellt wird von den Redakteuren, und die Sachen, die in dieser alten Anwendung noch drin liegen, schön zu vermischen. Deswegen sind die Regeln dazu ein bisschen komplexer. Das Problem ist aber noch nicht fertig. Wir haben, genau, das ist die endgültige Regel für die Flash-Einbindung gewesen. Die liegt da. Also hier sieht man Children, Flash. Wenn man das von Hand erstellt, dann kommt man, wird die Quelle gewissermaßen, der Flash-Anwendung, die vorher definiert worden ist, an diesem Bereich gepackt. Wenn dieser Bereich nicht existiert, das heißt, wenn der Redakteur nicht sagt, okay, ich will über und unter meiner Flash-Anwendung Text noch platzieren, dann wird einfach der Content Core damit gefüllt. Das heißt, wenn die Redakteure das nicht brauchen, dann wird es auch nicht verwendet. Zusätzlich musste ich ein paar Fixes machen, damit die Slideshow, die natürlich eine ganz normale Seite war, in dem Fall mit jQuery nachgeladen werden kann. Also das ist jetzt die ganz banale jQuery-Einbindung. Aber man kann in Deliverance mit den sogenannten PyRefs beliebigen Python-Code zusätzlich ausführen. Das heißt, die Response, das ist der Datenteil, der eingebaut werden soll in die Plone-Seite, in dem Fall Plone-Seite, wird durch einen Python-Code durchgeflanscht, und in dem Fall hier für die Dia-Show haben wir schlicht und ergreifend mit ein bisschen mit Regular Expressions die Links repariert, damit die funktionieren auch. Ansonsten hätten die auf ein Ziel verwiesen, dass das nicht mehr existieren würde. Ganz großes Problem war dann Deliverance, der Theming Proxy kann nicht streamen. Das heißt, wenn ich große MP3-Dateien oder Flash-Dateien, von dieser Flash-Anwendung werden MP3-Dateien ausgeliefert. Wenn ich die verwenden will, dann muss ich warten, bis die komplett bei Deliverance angekommen sind und dann von dem Server, der von Deliverance komplett wieder ausgegeben werden. Das heißt, ich habe ein Delay. Und das haben wir gelöst, indem ich eine Rewrite-Rule gemacht habe, die dann dazu geführt hat, dass die MP3-Dateien direkt von dem Quellserver um das Deliverance drumherum gebastelt werden. Da muss man die Proxy-Rule dann unten wiederum aktivieren, sonst geht das natürlich nicht. Mal kleiner Schritt zurück, die Installation von Deliverance ist banal, es ist ein kleines Eck, in dem Fall noch mit einem zusätzlichen Pfad versehen. Wer bei dem Vortrag von Thomas Lotze war über, das war nicht vom Thomas, von wem war der Vortrag? Doch, es war von Thomas, über CC Buildout, weiß, wie das aussieht. Das ist ein kleiner Teil aus einem Buildout-Konfigurationsdatei.
Und man braucht eigentlich nicht viel mehr als genau diese ersten drei Zeilen. Und wenn man zusätzlich PyRefs verwenden will, also die Methode, um entweder die Response oder den Request zusätzlich durch eigene Python-Methoden durchjagen zu wollen, dann würde das völlig ausreichen. Beziehungsweise dann bräuchte man die andere Sache dazu und dann noch. Man startet den Deliverance Proxy mit diesem Befehl. Das ist ein ganz normales Skript und man übergibt ihm die Konfigurationsdatei und in der Konfigurationsdatei, und mit dem Supervisor sollte man, wenn man das dann live bringt, natürlich auch noch verbandeln. Das ziehe ich vor, ich gehe dann nachher einen Schritt zurück. Der eigentliche Gedanke von Deliverance war ja der, Inhalte aus dynamisch generierten Webseiten in statische HTML-Strukturen einzubinden. Das funktioniert natürlich auch und das haben wir auch mal gemacht und das zeige ich auch kurz. Wir haben eine HTML-Datei bekommen. Oh, das ist definitiv nicht die richtige HTML-Datei. Ach ja, genau, das liegt daran, dass Keynote keine File-Links speichern kann und will. Das ist eine leere HTML-Datei, da ist ein bisschen CSS und ein paar Bilder zusätzlich da dran. Das ist ein Projekt, mit dem wir nächste Woche jetzt erst anfangen werden. Und das sollte anfänglich mit Deliverance gemacht werden, wird jetzt mit Diaso gemacht. Dazu komme ich nachher gleich nochmal. Und das soll eine Plone-Webseite sein und die reine Plone-Webseite, die den Inhalt dann liefert, sieht folgendermaßen aus. Total langweilige Plone-3-Geschichte. Da ist einfach so ein bisschen Inhalt drauf und ich habe sie ganz leicht strukturiert mit ein paar Bildchen, damit es näher an das rankommt, was am Schluss die Seite sein soll. Und über ein Set von Regeln, zu dem ich gleich komme, wird das Ganze dann verbunden. Das heißt, ich habe minimalen Aufwand, um das von der Agentur gelieferte CSS-HTML damit zu verbinden. Wer gestern in dem Vortrag von, wer war das, hat Veit über Plone-Up-Theming geredet? Wer war das? Auch egal. Genau, Mike hat über Plone-Up-Theming geredet. Das ist gewissermaßen, Plone-Up-Theming ist dieselbe Variante, nur mit einem gewissen anderen, in einer anderen Geschmacksrichtung, und zwar in der Geschmacksrichtung Python versus XSLT. Für den Benutzer selber macht es keinen großen Unterschied, nur um die Verwirrung nicht zu groß werden zu lassen. Diaso und Plone-Up-Theming gehören zusammen. Das ist gewissermaßen, Plone-Up-Theming ist die Einbindung von Diaso in Plone als nicht eigenen Prozess. Diaso kann man aber auch als eigenen Prozess laufen lassen und Deliverance ist immer ein eigener Prozess und nie ein Prozess, der gewissermaßen nur innerhalb von einem System wie beispielsweise Plone laufen würde. Die Hintergründe, warum Deliverance und Diaso parallel existieren, sind mehr philosophischer als anderer Natur und sind, glaube ich, nicht wirklich relevant für unsere Arbeit dazu. And now the fun part. Ich habe, um mal ein bisschen wirklich deutlich werden zu lassen, wie das Ganze funktioniert, was man sonst noch Aufregendes damit machen kann, habe ich eine kleine vierte Demo vorbereitet, in der Plone zum Beispiel überhaupt keine Rolle spielt, sondern Inhalt aus einer Webseite in eine andere hineingepackt wird. Deliverance läuft jetzt hier, nachdem ich das mit einem kleinen Skript gestartet habe, lokal auf meinem Rechner und über ein Set von Regeln, das diese Datei ist, wird mir erstmal nur ein Theme ausgegeben. Das ist eine leere HTML-Datei, in der Test steht. Nun habe ich in Deliverance weitere Regeln ein paar Regeln hinzugefügt, außer dass ich das Theme-File definiert habe als hier ist das Theme
theme-index.html und dann, wenn ich nur /theme angebe, das wäre eine Methode, so wie bei dem zweiten Demo diese just-plone-Variante, wo ich dann ohne die eingespielten Inhalte meine Theme-Datei, die in dem Fall eine statische HTML-Datei und in dem anderen Beispiel eben eine dynamisch generierte Plone-Seite gewesen ist. Ich habe jetzt nochmal zwei extra Rulesets angelegt. Das sieht so aus, dass man zuerst ein Proxy definieren muss, ein Pfad definieren muss, auf dem diese Regel gilt. Und der Pfad Typo 3 ruft dann eine Regel mit der Class Typo 3 auf. Und das ist die hier. Und dort kann ich mit dem Befehl theme-href dann nochmal sagen, okay, ich verwende in dem Fall als theme könnte ich sagen, ich verwende das hier, das wäre dann die statische HTML-Datei oder irgendeine dynamische Datei und ein Teil einer dynamischen Datei, was dazu führen würde, dass die Breadcrumbs richtig angezeigt werden, was in dem zweiten Beispiel so wichtig war. Und in dem Fall verwende ich als href eine völlig externe Webseite, und zwar die Webseite von Typo 3. Und dann verwende ich eine von diesen Regeln, die ich jetzt mal erklären werde. Zwar die wichtigste Regel, würde ich mal sagen, ist replace, also die dritte Zeile hier. Und die bedeutet, ersetze aus diesem Bereich, also aus dieser Quelle, und zwar die definiert den Content, aus dieser Quelle den CSS-Selektor, also die ID Content, und füge sie ein in das Theme in dem Bereich Main Column. Also der nimmt das von hier und schiebt es da rein, und es sieht dann gemeinerweise folgendermaßen aus. Es ist nämlich dann so, dass die Typo 3 Webseite jetzt lokal bei mir laufen, aber ich könnte das natürlich online machen, Werbung für Plone macht. Ist auch nicht illegal oder sowas, es läuft dann nur auf meinem Server. Eine Nachfrage dazu. Ist das jetzt gecached oder ist das live? Das ist live. Er zieht das live von beiden Seiten und packt das zusammen und liefert das aus. Bei jedem Request auch, ja. Also Deliverance bringt seinen eigenen Server mit, Paster. Geht auch mit, kann man auch in den Whiskey-Stack reinpacken. Habe ich aber noch nicht verwendet. Paster ist in dem Fall performant genug für meine Anforderungen. Ich habe mal gelesen, dass man Performance-Probleme kriegen kann, wenn man wirklich große Seiten hat. Und dann ist auch die Frage, Diazo versus Deliverance kann dann eine Rolle spielen. Was dann im Endeffekt wirklich schneller ist, habe ich noch keine richtigen Zahlen gesehen. Also bevor mich das Problem nicht berührt, habe ich das auch nicht. Man sieht hier, wer die Plone.org-Webseite kennt, sieht, das ist nicht die Plone.org-Schriftart. Was genommen wird, ist auf die Inhalte, die reingeflanscht werden, werden natürlich die Stile und die JavaScript-Geschichten der umgebenden Webseite, nenne ich sie jetzt mal, also des Themes, angewendet. In dem Fall ist es ein Canvas-Script, also das ist dann diese Schriftersetzungsgeschichte mit JavaScript. Also das ist mal das eine Beispiel, an dem man schön sehen kann, was da passiert. Und das zweite Beispiel habe ich mal Piraten genannt. Und unter der URL /Piraten wird es dann aufgerufen. Und in der Regel mit derselben Klasse Piraten sind dann gewissermaßen ein bisschen kompliziertere, aber ganz banale CSS-Selektoren eingebaut, um dann einen Teil aus der Webseite Also es dauert lange, weil er spinnt. Entweder weil die Seite der Piratenpartei gerade langsam ist oder irgendwas. Ah, genau, funktioniert. Irgendeine Seite war gerade ein bisschen lahm, weil es müssen ja beide antworten in dem Fall. Und zu den 10 Thesen der Piratenpartei gehört jetzt auch, dass die CSU Internet 2.0 spricht. Ein
Quelle ist aus dem Bayern-Kurier, die Generalsekretärin der CSU. Und die Regel, wer ein bisschen geguckt hat, hat es ja schon gesehen, ist, hier ein bisschen nach links, genau, sieht man, dass aus diesem Bereich wird der Inhalt geholt, es definiert den Content und dieser Bereich wird geholt und hierin eingefügt, schlicht und ergreifend. Da kann man irgendwie, also man kann es nicht nur für Unfug wie diese Sache verwenden, sondern auch für ganz praktische Dinge. Wenn man jetzt beispielsweise sagt, man möchte die, was weiß ich, Wettermeldungen, die auf Spiegel.de oder auf, keine Ahnung, Wetter Online sind, auf seiner eigenen Webseite einbinden, dann klaut man die sich einfach mit Deliverance, wenn man sagt, okay, ich brauche einen News-Ticker von dort und von dort und von dort und von dort. Dann nehme ich mir die einfach und ich muss kein XML parsen und kein RSS parsen und solche Geschichten, bitte. Reagiert, weil er quasi nicht online ist? Es gibt eine Fehlermeldung, schlicht und ergreifend, beziehungsweise es wird dann die unveränderte Theme-Seite ausgegeben. Also intern gibt es eine Fehlermeldung, ein Timeout, den kann man auch einstellen. Das ist auch nicht der klassische Use Case. Man verwendet Deliverance normalerweise nicht, um zu sagen, ich nehme das und das und das und das, weil die Leute machen das normalerweise eher mit XML oder RSS, also irgendwelchen anderen Strukturen. Aber es funktioniert ganz schön und das ist einfach, es ist eine sehr, sehr, sehr zugängliche Technologie. Wenn man sagt, okay, ich habe mal meinen Deliverance als Server, ich kann ja davor dann noch ein Nginx oder was auch immer schalten und das Ganze läuft dann auch performant, dann ist es oft die allereinfachste Lösung, so wie die Sache mit dem Flash oder mit der Datenbank. Da denke ich mir, wenn ich eins, auch nur eine von diesen anderen Varianten angefasst hätte, um das umzusetzen, ich wäre einfach unglaublich lang dran gesessen und hätte viel, viel arbeiten müssen und die hätten sehr, sehr viel zahlen müssen am Schluss. Die Regeln sind dann doch recht komplex gewesen zum Teil, wenn, das sieht man, das waren jetzt die Regeln dazu. Sekunde, ich gehe nochmal kurz zurück. Beispielsweise die, das ist jetzt beispielsweise die Flash-Anwendung nochmal. Hier musste ich den Pfad über eine Regular Expression suchen, weil an relativ vielen Stellen, die sehr unklar definiert sein müssen, beispielsweise die Show und Bilder eben auch, die aber nur mit Ajax nachgeladen werden. Die übrigen, vielleicht habe ich das vergessen zu erwähnen, das ist schon ein Clou. Eigentlich ist es, das ist ein Ordner, in dem ist die Flash-Datei und der zieht dann die MP3-Dateien, die um den Deliverance herum geholt werden. Und wenn ich mit dem Ajax-Call die Fotogalerie reinhole, dann holt er die von einer Plone-Seite, die wiederum die Fotogalerie per Deliverance reinzieht. Das sieht man nur alles nicht, weil das gewissermaßen in diesem kleinen Schnipsel und in dem kleinen Schnipsel Java jQuery, den ihr vorhin gesehen habt, da schlicht und ergreifend versteckt ist. Also es funktioniert absolut. Also für den Besucher ist der sieht keinen Unterschied zwischen den beiden Sachen. Und manchmal muss man aber durch diese Ringe hüpfen. Beispielsweise muss man in dem Fall halt die ganzen Regeln, wenn man, okay, die wollen die Seite bearbeiten, das ist, ruft dann eine andere URL auf, die muss man in dem Fall abfangen. Da gibt es auch vordefinierte Regelsets, die man eigentlich verwenden kann, wenn man das insgesamt auf allen Seiten verwendet. In dem Fall habe ich es nur auf der einen, deshalb habe ich es mal eben so reingehackt. Und man muss hin und wieder, weil, ist ja auch wichtig, ich meine die Datenbank, die das BBF beispielsweise da hatte, da sind Links hart reingecodet in die Datenbank. Die sind einfach, die stehen da drin. Und wenn die ändern wollen würden, müssten die entweder von Hand die ganze Datenbank ändern, was ich nicht glaube, aber die haben das behauptet. Ich würde dann natürlich irgendwie ein Skript schreiben, das da drüber läuft, aber dazu sind die wohl, das haben die, die Möglichkeiten haben die wohl nicht. Und dann muss ich halt mit Pyref versuchen, Sachen zu schreiben, die beispielsweise diesen hart gecodeten Link in den relativen Link umwandelt. Aber so kann ich gewissermaßen Legacy-Content, der mir irgendwo aus der Webseite herkommt oder irgendwann mal von irgendjemandem gemacht wurde und wo alle sagen, Gott, ich will den nicht anfassen, das ist ja Perl oder was weiß ich, was für ein seltsames System noch,
kann man wunderbar einbinden und die Sache läuft stabil für die nächsten Jahre, bis sie irgendwann mal entscheiden, die Datenbank insgesamt abzulegen. Aber gegen jetzt Allegro, die Datenbank dahinter, das ist, glaube ich, immer noch das größte Datenbanksystem für Bibliotheken. Und es gibt auch, wie gesagt, Python-Wrapper für die ganze Geschichte, aber die verwenden den glaube ich, den Perl-Wrapper. Allegro C heißt das Ding dann. Ist das schlicht und ergreifend die einfachste Methode. Und hier noch so ein kleiner Hack, den ich machen musste, um den Pfad automatisch zu ergänzen. Also man legt normalerweise fest, okay, mein Theme ist eine statische Datei oder eine Datei, die dynamisch generiert wird. Aber wenn ich die an mehreren Seiten verwende, dann bleibt es dynamisch, auch die dynamisch generierte Seite immer dieselbe. Das heißt, die Breadcrumbs bleiben immer gleich. Das ist aber Blödsinn, weil es geht ja einmal um den Herrn X und einmal um den Herrn Y und das sollte sich natürlich auch in den Breadcrumbs widerspiegeln. Und da habe ich hier einfach den Pfad ergänzt um den Pfad, der auch im Request hinten drin steht. Das ist relativ banal. Also das nächste Mal, nachdem mir dann solche Sachen wieder vorkommen, habe ich dann... Das Grinsen wurde dann durch eine große Freude ersetzt und ich arbeite sehr gerne mit Deliverance. Ich arbeite auch mit Yaso bei Theming-Projekten, besonders mit Plone 4, weil die Yaso einfach in Plone 4 schon mit eingebaut ist als eigener Prozess. Das heißt, man muss keinen Prozess überwachen zusätzlich und so ist es nochmal ein bisschen einfacher, wenn man nur diese Anforderungen hat. Aber für so größere Geschichten, wo man komplexe Einbindungen machen muss, Python-Code durchlaufen lassen muss, dann ist für mich Deliverance die Wahl. Okay, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Philipp. Wir haben jetzt noch ausreichend Zeit für Fragen. Okay, zunächst hier. Ja, kurze Verständnisfrage, ich habe es irgendwie nicht ganz geschnallt. Kannst du noch mal kurz diesen Call-Stack erklären? Also wenn jetzt der User mit dem Browser auf diese Seite kommt, ist dann das Deliverance vorne oder hinten? Vorne. Und läuft das dann quasi in diesem Server, den du da gestartet hast? Ist der quasi im Netz erreichbar oder wird das irgendwie über ein Apache-Skript dann... gehandelt oder das ist jetzt lokal. Ich meine, das ist aber der Server, der die Sache auch ausliefert. Also bei der Bibliothek für bildungsgeschichtliche Forschung läuft einfach lokal der Deliverance auf Port 8000, glaube ich, auch. Und über den Apache liefern wir den einfach über den Port 80 aus. Also der Deliverance ist wirklich das Erste, was du bekommst, wenn du nicht noch einen Apache hast. Und Deliverance holt sich dann über die Regeln die Sachen aus, einmal der Seite, die in Berlin liegt und einmal die Plone-Seite, die dann in Frankfurt liegt und keine Ahnung, wo die Sachen halt alle liegen. Aber Deliverance ist der Server. Also ist als Erstes, ist da ganz vorne. Ja, aber du sagst gerade, dass Apache vorne ist, ne? Ja, aber den kann man auch weglassen, theoretisch. Das ist man liefert ja keinen Applikationsserver irgendwie ohne einen Webserver davor aus. Mhm. Aber davor ist gewissermaßen, kann ein Nginx oder ein Apache liegen, aber der ist quasi irrelevant. Okay. Wie bei Plone, beim lokal entwickeln verwende ich auch keinen Apache, um auf meinen Plone zuzugreifen. Okay, die nächste Frage kam hier. Philipp, widersprich mich, aber ich bin nicht sicher, diese Philosophie zwischen Dayaso und Deliverance vielleicht als Ergänzung für die anderen. Dayaso ist Plone-spezifisch und Deliverance kann im Prinzip WordPress, ein Tracking-System, für alles benutzt werden. Vielleicht sollte man noch erwähnt werden. Also Deliverance klebt nicht an Plone selbst. Ja, Deliverance hat mit Plone überhaupt nichts zu tun. Genau. Obwohl es von Paul geschrieben wurde, ne, hat angefangen, die ersten 10 Zeilen hat er gesagt und alles, was mehr als 10 Zeilen sind, ist nicht mehr guter Code, meint er. Aber die ersten 10 Zeilen, nein, auch mehr ist von ihm. Das ist übrigens die Seite Packages Python.org Deliverance. Dayaso ist aber auch nicht Plone-spezifisch. Dayaso ist genauso ein eigens laufender Prozess und man kann genauso gut WordPress und irgendwelche anderen Geschichten damit themen. Es gibt eben mit Plone Up Theming die Einbindung in Plone, wo es im Plone-Prozess läuft, aber man kann die ja so auch als eigenen Prozess laufen lassen.
Der Unterschied ist eher zwischen Python und XSLT. Das eine macht die Transformationen in Python und das andere macht die Transformationen in XSLT. Und kannst du noch was über die Entwicklung von Deliverance erzählen? Weißt du was, ob sie weitermachen oder ich habe seit einem Jahr das Gefühl, da passiert nichts mehr richtig. Ist bei Deliverance? Ja. Also die Version 5.0 ist jetzt vor, wann, ich weiß es nicht, von einer Weile erschienen, das ist noch nicht so lang her. Also die Mailingliste ist einigermaßen still. Es liegt einfach daran, dass aus meiner Sicht gerade keine Probleme existieren. So ein bisschen wie die Pill. Ist einfach fertig. Nein, gut, das ist vielleicht nicht der Fall. Es kann sein, dass es irgendwann, dass sie sich irgendwann mal zusammensetzen und sagen, okay, wir machen jetzt nur noch das eine oder nur noch das andere. Aber man kann mit Yaso keine Pyrefs machen, soweit ich weiß. Und man kann mit Yaso ein paar Sachen, die man mit Deliverance eben machen kann, nicht machen. Auch die Einbindung von externen das geht, glaube ich. Aber wie gesagt, Pyrefs gibt es, soweit ich das jedenfalls bis jetzt rausgefunden habe, nicht. Und das ist schon ein unglaublich mächtiges Feature. Also, dass man sagt, okay, ich schicke meinen Request an meine eigenen Methoden und kann dann damit gewissermaßen machen, was ich will. Da habe ich dann halt, dann habe ich die komplette Power von Python in der Hand und kann machen dann, was ich will. Also da bleibt dann nur noch meiner Fantasie die Grenzen gesetzt. Das geht, soweit ich weiß, nur mit Deliverance. Also die Yaso-Leute können mich da gerne korrigieren. Ich habe nichts gegen Yaso, ich verwende es ja. Nur wenn ich, wie gesagt, so komplexe Sachen von A nach B zusammenschmeißen möchte, ist für mich Deliverance das Mittel der Wahl. Die arbeiten auch gut zusammen, so ist es nicht. Also es gab Talks über, einen Talk über die Yaso, glaube ich, in Budapest, wo sehr intensiv auch untereinander den Yaso und Deliverance-Leuten diskutiert wurde. Die kommen so ein bisschen beide aus der Plone-Ecke, das ist ganz klar, aber es hat beides, ist beides, wie gesagt, nicht Plone-spezifisch. Also wenn man kann Django genauso damit themen wie Plone oder irgendwas anderes. Mich würde interessieren, ob man die Regeln noch mit irgendwelchen anderen Mechanismen definieren kann, und wenn man jetzt zum Beispiel kein XML verwenden möchte. XPath. Achso, man kann XSLT direkt übergeben. An die Yaso. Ich glaube an Deliverance nicht. Ich habe Mike schon gefragt, er hat gesagt, es gibt nur XML und das ist nicht schlimm und man kann gerne XML verwenden. Und aber es gibt vielleicht bei Deliverance auch einen Mechanismus, wie man noch irgendwie programmatisch diese Regeln definieren könnte. Das habe ich mich ehrlich gesagt noch nie gefragt, aber insofern, ich glaube nicht, nein. Also ich, soweit ich weiß, das sind das statische Konfigurationsdateien und die Syntax ist nun mal XML. Ich komme damit ganz gut klar. Man hat die Möglichkeit eben, das war jetzt nicht die Antwort auf deine Frage, aber das habe ich vergessen vorhin zu erwähnen, man kann statt CSS auch XPath verwenden beispielsweise. Die Syntax zwischen Yaso und Deliverance auch nur geringfügig anders. Die haben sich ein bisschen aneinander angeglichen, beziehungsweise Yaso hat ein paar Sachen geändert, damit aus meiner Sicht besser zu lesen ist und näher an Deliverance dran ist. Aber die Regeln, man kann natürlich mit Python auch XML generieren und das, weil die, das ist gar kein Witz, das funktioniert. Man sieht es vielleicht. Hier, genau. Wenn ich was in den XML-Regeln ändere und die Seite neu lade, also den neuen Request starte, wird die Regeldatei neu gelesen. Das heißt, ich kann theoretisch meine Regeldatei dynamisch erzeugen lassen, abhängig davon, was in dem Request drin ist. Den muss ich nur vorher gewissermaßen erstmal abfangen, dann die Datei und dann anpassen. Und das ist auch absolut performant, das ist kein Problem. Also keine Ahnung, wenn man jetzt 80.000 Zeilen XML hat, dann ist das vielleicht langsam. Aber auch auf dem Live-Server passiert es. Das heißt, wenn bei mir auf dem Live-Server irgendwas schief ist, dann kann ich da eine Kleinigkeit an der XML-Datei ändern und dann neu starten und dann geht's. Das ist natürlich auch großartig zum Debuggen. Was ich völlig vergessen habe, ist, Deliverance hat eine das hervorragende Debugging-Konsole und ein Log. Das steht auch hier, sobald man es startet, sieht man, to see the logging, da gibt es das hier und after login go to deliverance log und dann sieht man nochmal sehr viel mehr Output. Kann damit
arbeiten. Vielleicht mal eine weniger technische Frage. Du hattest vorhin gemeint, es ist eigentlich nicht das Ziel, sich, wenn man sich Inhalte von überall zusammenzuklauen. Wie ist denn eure Erfahrung damit? Es ist natürlich toll, wenn ich ein Wetter-Widget von irgendwo einbinden kann. Kommt man da schnell in rechtliche Probleme? Oder ich mache das schlicht und ergreifend nicht, außer vielleicht auf meiner privaten Seite. In rechtliche Probleme, ich bin kein Jurist, ich denke schon, dass es nicht erlaubt ist, so zu tun, als würde man die News von Spiegel.de oder sowas auf seiner Seite platzieren können. Das ist ja durchaus kein Creative Commons Content. Wenn das ganze Creative Commons Content ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das rechtlich unproblematisch ist. Aber so für Mashups würde ich mal sagen, keine Ahnung, eine Presseschau und solange das nur Links sind, die dann am Schluss auf externe Seiten verweisen. Aber jetzt wirklich keine Garantie, da musst du mit deinem eigenen Anwalt dann reden. Okay, danke. Die meisten Sachen waren ja jetzt lesend. Was hast du für Erfahrungen mit Sachen, die jetzt gepostet werden müssen? Also jetzt gerade die Formulare, die poste ich ja an den Endpunkt von dir, der dann ja Deliverance ist und der Request, der muss ja aber dann komplett durchgereicht werden. Ja, gibt es da irgendwie Probleme oder bist du da irgendwie schon drüber gestolpert irgendwo? Geht ganz hervorragend. Ich bin ja hier bei der, diese Datenbank-Geschichte ist ja die komplette Datenbank, die Ergebnisse, ich kann da auch reinschreiben theoretisch. Also wenn ich die Rechte jetzt hätte, die ich nicht habe. Also das funktioniert ganz großartig. Also es ist, wir haben ein paar Sachen, bei ein paar Sachen haben wir den einfachen Weg gewählt, indem wir sagen, okay, die Bilder, die es da gibt, die werden dann einfach nur als JPEG angezeigt, ohne das jetzt in das Plone reinzuziehen. Aber das sind eher Designentscheidungen und so, wollen wir jetzt die 5 Stunden auch noch zahlen, die man dann irgendwie zum Styling braucht. Wollen sie dann, nee, lieber nicht, und dann macht man die einfache Geschichte. Aber das funktioniert alles. Ich kriege hier auch die kompletten Bilder, die Abfragen, die Listen, das funktioniert alles transparent und unproblematisch. Noch weitere Fragen? Die Doku ist hervorragend auf deliverance.package. Ich hatte sie vorhin offen und habe natürlich deliverance.python.org/deliverance mit großem D, ganz wichtig. Und das zu lesen ist absolut wichtig. Manche Sachen, ich musste so ein bisschen länger nachdenken bei ein paar Geschichten, bis ich es wirklich verstanden habe, aber irgendwann ist dann der Groschen auch gefallen. Also da kann man schon noch ziemlich aufregende Sachen mitmachen. Okay. Ins Mikrofon, sonst kommt es nicht auf das Video drauf. Das wäre jetzt ein bisschen meine Kritik. Ich finde die Dokumentation sehr schwach, also nicht okay. So gut. Also abgesehen von diesem ist ansonsten auch wirklich Beispiele und sehr, sehr dürftig. Mhm. Also ich habe lange gebraucht, um wirklich ein bisschen das anzueignen. Und ich weiß nicht, das. Also man muss ganz ehrlich sagen, dass. Warum gehen diese Informationen, weil zu sagen, es ist gut dokumentiert. Ich finde die Dokumentation finde ich gut. Also mit der komme ich gut zurecht. Die finde ich durchaus ausreichend. Es ist nicht viel in Dokumentation zum Thema Dokumentation seit diesem. Das hat dieser Doku passiert. Da hast du recht, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass Plone sich nach langem Abwägen irgendwann für Diaso, das früher XDV hieß, aber XDV fängt ja nicht mit D an, deshalb muss es dann umbenannt werden in Diaso, damit es die Magie mit den drei Ds, Diaso, Deliverance und Dexterity, Diaso, Dexterity und was war das andere D? Deko, genau, ja, Deko natürlich, noch funktioniert. Insofern hat Diaso deutlich an Doku auch gewonnen. Also die Diaso-Seite ist von der Dokumentation der Deliverance-Seite deutlich überlegen, dass es durchaus war. Da kann man sicherlich noch was machen. Das müsste man
normal angehen? Gut, ich meine, also Kunden verwenden Deliverance nicht selber, das, also meine Kunden nicht, die können keine XML schreiben, erst recht keine XPath-Regeln oder CSS3, das ist schlicht und ergreifend, für mich als Entwickler ist es ausreichend, auch wenn klar ist, ja, mehr wäre immer gut. Wir haben noch Zeit für Diskussion, falls jemand was hat, ansonsten können wir uns denken. Wir haben noch 7 Minuten Zeit. Okay, wenn dann keine Fragen mehr kommt, nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Philipp Bauer.